So Leute, da sind wir wieder zurück bei Fußballplanet mit Patrick am Mikrofon natürlich. Und ja, wir werden jetzt erstmal natürlich ein paar Tage weitergehen und dann sind wir natürlich auf die Rückmeldung der Scouts gespannt. Denn wir haben ja vier Spieler, glaube ich, gescoutet oder scouten lassen für die Rechtsaußenposition, da Serge Gnabry, für die, die es noch nicht wissen, uns am Saisonende verlässt. Genau, und da sind wir natürlich gespannt, wie die Scout-Berichte ausfallen. So, jetzt haben wir das nächste Spiel mit Nordirland. Da wollte ich auch gerne. So, okay, können wir jetzt nicht mehr. Assistent kümmert sich um Training. Sieht das hier eigentlich aus? Mitarbeiter. Spielertraining 91, okay, das sieht ja schon mal gut aus. Okay, hier bei Nordirland haben wir auf jeden Fall nicht wirklich viel Personal, ja, mit dem wir hier agieren können. Müssen mit dem leben, was wir hier haben. Das machen wir jetzt auch. Links Ausnahme zum Beispiel gar keinen, ne? Ja, wir spielen trotzdem mit dem Linksaußen. Das ziehen wir jetzt durch. So, wir müssen gegen Dänemark ran in der Gruppe A, Gruppe L. Weiß jetzt gar nicht. Ach so, dritter Spieltag. Okay, habe ich jetzt nicht mal auf dem Schirm gehabt. Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir da was reißen können. Ja, wir gehen natürlich in Rückstand. Robert Skov macht das 1 zu 0, siebte Minute für Dänemark. Aber wir haben ja in den ersten beiden Spielen 6 Punkte geholt. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ganz gut gestartet, sagen wir mal, ne? So, die Notenverteilung ist auch nicht gerade schön. So, zweiten 45 Minuten. Dänemark weiterhin mit 1 zu 0 in Führung. Jetzt machen wir das 1 zu 1 durch Ferguson. Sehr schön. Wenigstens einen Punkt mitgenommen im dritten Spiel gegen Dänemark. Das ist schon gar nicht mal so schlecht, ne? Schweden auf Platz 3. Okay, nice. Noch keine Niederlage. Zwei Siege, ein Unentschieden. Klappt doch ganz gut bisher. So, gucken wir doch mal auf unsere Spielerleistungen. Upamecano ist wieder fit. Wie man auch hier sehen kann, hat für Frankreich ein Spiel gemacht. Note 3 bekommen. Pavard hat gespielt für Frankreich. Wo spielt der da eigentlich? In der Innenverteidigung? Neben Upamecano spielt er in der Innenverteidigung. Ach so, neben Varane. Nee, auf dem, nee, Rechtsverteidiger spielt er. Seht ihr, er spielt auf der Rechtsverteidigerposition. Okay. Gut. Hat auf jeden Fall eine Note 1 bekommen. Sehr schön. Baku Note 4, Goretzka Note 3, Sabitzer auch ein starkes Spiel gemacht, 1,5 und ein Tor gemacht. Schlager, gutes Spiel gemacht, 1,5. Thomas Müller hat auch ein Tor geschossen. Thomas Müller. Die spielen echt mit drei OMs. Zwei Zentrale. Okay. Krank. So, Musiala 3,5. Gnabry hat nur 7 Minuten gespielt. Coman ein Tor gemacht. Mit zwei und Lewandowski auch zwei Dinger gemacht für Polen. Das sieht gut aus. Alle Spieler aktuell sehr gut drauf. So, jetzt wollte ich nur mal kurz gucken. Ja, die Scouts sind schon zurück. Thuram hat seinen Vertrag bei Gladbach verlängert. Okay, wird bei uns, denke ich, eh kein Thema sein. Also, das interessiert mich jetzt wirklich sehr, diese Scout-Berichte. Gucken wir rein, ja, würde ich sagen.
Also, wir haben vier Spieler gescoutet, nämlich Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg, dann Callum Hudson-Odoi von Chelsea, Ferran Torres von Manchester City und Francisco Trincão von Wolverhampton. Genau. Wir fangen oben an, würde ich sagen, bei Karim Adeyemi, der aktuell bei Salzburg spielt. Und ja, wir gehen noch mal kurz auf ihn drauf. Da kann man das Profil noch mal anschauen, falls der ein oder andere ihn doch nicht kennen sollte. Aber ich denke, jeder wird ihn kennen. Ist ein deutscher Nationalspieler auf jeden Fall. Ja, spielt auch aktuell schon eine starke Saison. 37 Spiele, 17 Tore gemacht, 6 Vorlagen gegeben. Ja, gucken wir mal auf den Scout-Bericht. Bin ich gespannt. So, ist natürlich auch ein Top-Talent, ne? Also 21 Jahre jung, 4,5 Sterne, Stärken, Antritt, Schnelligkeit, offensive Stellungsspiel und Torriecher, Schwächen, Kopfball, Präzision, Fernschüsse, Sprungkraft, Robustheit. Zielsetzung, psychologisches Profil. Für die Bewertung der Teamdynamik hätte eine Verpflichtung eine ungefähre Auswirkung von 33 Punkten. Diese teilen sich wie folgt auf: Zielsetzung 32, Moral 1. Einschätzung des Scouts: glorreiche Zukunft. Ist ein Kandidat für Freistöße, gutes Passspiel, hat eine Pferdelunge. Er ist topfit, ein junges Talent, das sich noch sehr gut entwickeln könnte. Ja, habe ich mir auch nicht anders gedacht. Also, wie gesagt, ich kenne ihn ja schon. Von daher war mir das schon klar, dass wir da so einen Bericht bekommen. Okay, Hudson-Odoi, den habe ich noch nie gescoutet und den hatte ich noch nie in meiner Mannschaft. Da bin ich auch echt mal gespannt, ne? 30 Spiele, 5 Tore, spielt aktuell in der Chelsea Reserve. Grundstärke 80, da bin ich echt mal gespannt jetzt. So. Stärken, Ballkontrolle, Antritt, Dribbling, Beweglichkeit, Schwächen, Schusskraft, Torriecher, Ausdauer, Schnelligkeit. Psychologisches Profil, Zielsetzung 18, Moral minus 5. Einschätzung, gute Perspektiven, besitzt eine gute Sprungkraft, robuster Typ, kann seinen Gegner einen Knoten in die Beine spielen. Er ist sehr variabel einsetzbar, er ist topfit. Auch auf jeden Fall nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Zielsetzung ist im grünen Bereich mit 18 Punkten. Kommen wir zu Torres. Achso, da wollten wir auch noch mal kurz drauf gehen. Da hat man hier auch vernünftig die Werte, die man hier sehen kann. Hat in dieser Saison 15 Spiele gemacht, 12 Tore erzielt. Von allen bisher die meisten. Dafür aber auch nur eine Durchschnittsnote von 3,17. Passt dann irgendwie auch nicht zusammen, ne? Ferran Torres. Hat er nicht mal bei Atletico gespielt? Oder ist er das gar nicht? Oder ich verwechsel den gerade. Okay, gehen wir mal in den Bericht rein. Stärken, Antritt, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Torriecher, Schwächen, Schusskraft, Ausdauer, offensive Stellungsspiel, Übersicht, psychologisches Profil, 0 Punkte. Einschätzung des Scouts durchschnittlich. Konditionell gut dabei, robuster Typ, sehr beweglich. Er ist topfit, er könnte unsere kopfballstarken Stürmer mit Flanken füttern. Okay, das sieht jetzt natürlich nicht ganz so gut aus. Ist auf jeden Fall nicht im grünen Bereich. Keine Punkteverteilung. Kommen wir noch zum Francisco Trincão. Ein sehr starker Spieler, finde ich. Kann man hier auch in den Werten sehen. 23, 42 Spiele, 13 Tore gemacht, aber auch eine schlechte, also eine Durchschnittsnote von fast 4. Ist aber im Endeffekt dann auch egal, wenn er seine Leistung bringt und seine Tore macht, ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Spieler, ja. Bin ich gespannt auf den Bericht. Stärken, Dribbling, Ballkontrolle, Antritt, kurzer Pass. Schwächen, Schusskraft, Torriecher, Schnelligkeit, Offensive und Stellungsspiel. Das, was eigentlich ein Rechtsaußen auch braucht, finde ich, ne? Schnelligkeit, Torriecher, Schusskraft,
vor allen Dingen offensive Stellungsspiel, ne? Aber dennoch eine Zielsetzung von 22 Punkten. Moral minus 6, okay, das kann man übersehen, aber Zielsetzung 22 ist auf jeden Fall hoch. Einschätzung der Scouts über das Potenzial durchschnittlich. Hätte keine Sprachprobleme bei uns. Ganz wichtig, keine Sprachprobleme bei uns. Kann mit seinen Flanken die Stürmer in Szene setzen. Läuft seine Gegner müde. Er könnte unsere Stürmer mit Flanken füttern. Seine Leistungen sind recht konstant. Also das hört sich gut an, finde ich. Und hat auch eine Zielsetzung hier von 22 Punkten. Das finde ich gut. Also er ist auf jeden Fall auch einer, den ich ins Blickfeld nehmen würde. Ja. Wir hatten jetzt, glaube ich, hier Torres. Das war nix. Also Torres wird das auf jeden Fall nicht. Den werden wir entfernen. Bei ihm haben wir auch eine gute Zielsetzung und gute Perspektiven. Also das ist dann auch im grünen Bereich bei Hudson-Odoi. Ja, also das sind die drei Spieler, die für die Rechtsaußenposition in Frage kommen würden. Ja. Wie wir das dann jetzt machen, wen wir da verpflichten, das weiß ich selber noch nicht so genau. Also ich denke mal, wir werden da irgendwie auslosen oder so. Ich hab keine Ahnung. Oder wir machen doch mal eine Umf oder ich mache mal eine Umfrage, genau. Ich mache eine Community-Umfrage. Und dann könnt ihr alle abstimmen, wen wir hier verpflichten sollen für Serge Gnabry, Francisco Trincão, Hudson-Odoi oder Adeyemi, meine Freunde. Also, macht euch Gedanken und dann könnt ihr abstimmen. Würde mich freuen, wenn ihr alle fleißig dann dort teilnehmt. So, dann haben wir das auch erledigt. Vorerst auf jeden Fall. Jetzt das Testspiel gegen, wie hießen die nochmal, Chemie Leipzig oder so. Ja, viele Spieler sind natürlich auf Länderspielreise. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein wenig mit der zweiten auch oder mit der Reserve auch spielen bzw. agieren. Dafür werden wir natürlich ein paar Spieler rüberholen. So, wollen die erste Mannschaft verschieben. Nächstes Spiel. Achso, mal gucken hier. Was wir denn jetzt alles brauchen hier? Torhüter. Ein Rechtsverteidiger. Also eigentlich brauchen wir alles, ne? Okay. Rechtsverteidiger. Brückner. Werden wir ihn mal nehmen. Nächstes Spiel. Linksverteidiger haben wir, glaube ich, zwei. Tell nehmen wir auf jeden Fall mit rüber. Sané nehmen wir mit rüber. Vorne für den Sturm. Also Elanga wird auf jeden Fall mit rüber genommen. Warum zeigt das hier unten nicht an? Zack. So, jetzt gucken wir mal hier. Also eine erste Elf haben wir auf jeden Fall schon mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Stürmer haben wir auch. Fürs zentrale Mittelfeld brauchen wir noch einen. Wagner oder Ulrich. Ulrich ist aktuell gut drauf. Nehmen wir ihn. So. Scott und Ulrich. Knauf. Jetzt haben wir natürlich keinen Ersatz-Torhüter. Nehmen wir ihn auch nochmal mit hier. So. Wagner nehmen wir auch nochmal mit. Zack.
So. Ich glaube, dann haben wir erstmal genug. Genau, so sieht's aus. Na, sie brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann können wir auch wieder in die Reserve stecken. So, Tell. Ich würde schon gerne mal mit Elanga anfangen. Tell nehmen wir da auch mal mit. So, Richards auf jeden Fall rein. Koulibaly mit Siebert von Anfang an. Sané würde ich gerne auch mal sehen auf rechts. Jo, dann können wir reingehen. Zack. Testspiel gegen Chemie Leipzig oder Freundschaftsspiel. Die gehen sogar in Führung in der 10. Minute. So, Sidi Sané macht den Ausgleich, Vidovic macht das 2-1 und Elanga macht das 3-1. Das sieht gut aus. So, die bekommen natürlich ein Lob hier. Vidovic, Sané, Elanga. Elanga hat ein Tor gemacht, dann würde ich gerne Tell bringen, vorne Waldschmidt, weil Vidovic auch getroffen hat. Das ist okay, denke ich. Ups. Ulrich sollte da eigentlich rein. So. Genau. So, 20 Minuten noch zu spielen. 4 zu 1, Sané. In der 70. Waldschmidt macht auch noch sein Tor zum 5 zu 1. Waldschmidt leider ja auch ein Kandidat, der uns am Saisonende verlässt. Den werden wir dann. Haben wir für ihn schon einen Verein gesucht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Aber den werden wir auf jeden Fall verkaufen. So, alle wieder zurück in die Reserve. Haben sie alle mal spielen dürfen hier. So, Waldschmidt. Ne, haben wir noch nicht. Hätte ja noch ein Jahr Vertrag, aber gefällt mir halt. Also aktuell ist Vidovic oder hat Vidovic da auf jeden Fall auch die Nase vorn, ne? Wir werden das einfach mal anders machen. Wir werden ihn mal auf die Transferliste packen. Vielleicht gibt es ja einen Verein, der ein Angebot abgibt bei 17 Millionen Marktwert. Also 25 würde ich vielleicht schon gerne haben wollen, ja. Minimale machen wir mal so. Ja, gucken wir mal. Wenn nicht, dann müssen wir ihn anbieten. So, hier können wir natürlich wieder Jugendscouts. Alle mal als Jugendscouts rein hier. Finde ich persönlich am besten. Also, sage ich auch, wie es ist. Man kann natürlich auch noch andere Sachen einstellen hier. Ja, beobachtet die A-Jugend oder dies oder das. Aber ich habe das momentan, also ich habe, weiß ich nicht. Bisher nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Oder ja, mir wurden keine vernünftigen Spiele angeboten, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich das, wenn ich das so mache, kriege ich immer gute Jugendspielerangebote. So. Weiter geht's. Dann sind wir auch schon wieder durch. So, Nordirland noch gegen Schweden. Das Spiel machen wir auf jeden Fall noch. Thompson für Galbraith rein. Rechtsverteidiger. Ah, die haben auch keine gute Frische, ne? Evans. Ferguson wird von Anfang an spielen. Charles würde ich gerne von Anfang an. So, dann gucken wir mal, was wir gegen Schweden machen. Ich glaube, das wird
schon ein bisschen schwerer, ja. Die haben schon echt, die haben schon eine gute Mannschaft, ne? Auf jeden Fall. Okay, gucken wir mal. Isak macht das erste Tor für Schweden in der dritten Minute. Andersson 2-0. Ah, das war klar, ne? Das war klar. Dass wir da nicht mithalten können. So, lassen wir jetzt in der zweiten Hälfte mal Co-Trainer die Auswechslung machen, falls er da was ändern möchte. Ich denke, da werden wir auch nichts holen gegen Schweden. Und da rutschen wir auch schon direkt runter auf Platz 4, ja. Wir verlieren mit 2 zu 0. Dänemark-Montenegro spielen 0 zu 0. San Marino verliert 0-3 gegen Luxemburg. Ja, und wir rutschen runter auf Platz 4. Aber war klar, wie gesagt, gegen Schweden ist auch schwierig. Ich glaube, Schweden ist die beste Mannschaft in der Gruppe. So, stopp. Kimmich ist angeschlagen. Aber der war ja so lange verletzt, ne? Ja. Kimmich. So, Rückkehr von Kimmich ins reguläre Training löst große Begeisterung im Team aus. Alle sind froh, dass er wieder an Bord ist. Die Stimmung steigt um 2 Punkte. Ja, ist natürlich auch ein wichtiger Spieler hier für uns, ne? War jetzt lange weg. Jetzt ist er wieder da. Genau, das war so. Erst hatte er einen Schädelbruch, ist er 6 Monate ausgefallen. Ich glaube, dann hat er das ein oder andere Spiel gemacht. Und dann hat er sich einen Sehnenriss geholt und ist dann wieder 3 Monate ausgefallen. Also, das war schon echt bitter, ne? Schön, dass er wieder da ist. Auf jeden Fall super, dass wir auf ihn wieder zurückgreifen können. Perfekt, Freunde. Dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und ich bin wirklich gespannt, wen wir da am Ende verpflichten für die rechte Seite. Wie gesagt, ich werde eine Community-Umfrage machen, hier auf YouTube und auch in der Facebook-Fußballmanager-Gruppe, die mittlerweile über 11.000 Mitglieder hat. Also wenn ihr Bock habt, wenn ihr Laune habt, in einer großen Gruppe mit am Start zu sein, wo ihr eigentlich alles über diesen Fußballmanager findet, schaut in die Videobeschreibung, dort habe ich die Gruppe verlinkt. Stellt einfach eine Anfrage, eine Beitrittsanfrage und dann heißen wir euch herzlich willkommen. Genau, so, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wie immer. Ansonsten sage ich einfach bis zum nächsten Mal.